Unsere Welt ist hektisch, durchgetaktet und oft verwirrend. Ein Tempo, dem wir manchmal nicht mehr folgen können. Manchmal fühlt es sich an, als gingen wir in der Masse unter. Wir müssen funktionieren, uns einfügen ins Räderwerk. Wer nicht hineinpasst, droht abzustürzen. Der Bundesverband Psychiatrieerfahrener ist ein Ort, der auffängt. In diesem Video bekommt ihr einen kleinen Eindruck von Günther Pfeil, ein BPE-Urgestein und unersetzbar für unser Team. Günther organisiert zum Beispiel seit vielen Jahren unser offenes Café in der Anlaufstelle Westfalen. Ja, ich bin nach Dortmund gezogen, nach sehr viel Problemen, Ärger beruflich, zwei freiwilligen Psychiatrieaufenthalte und ich habe mich versucht zu informieren an der Ruhr-Uni und dann irgendwo war das Plakat da in der Oase, die Selbsthilfegruppe da mit Matthias. Mhm. Und da bin ich da zugestoßen. Ja, auch wenn die manchmal nicht so leicht zu nehmen sind, nicht, sind wir aber alle nicht und sind geschädigt und sie wollen also praktisch sich selbst vertreten, was wichtig ist, und nicht irgendwie verwaltet werden. Es ging ja dann von der Oase, da waren ja auch viele Selbsthilfetage im Kirchenforum, nicht, die sehr gut besucht waren. Nicht auch Dr. Aderholt und so weiter, die damals schon da waren. Und dann kam das Büro ja an der Gustavstraße, nicht, bei Madonna, eben wo die Damen da, nicht, ab und zu war da auch RTL am Filmen und ja, da hab ich dann mal Leitungen gelegt, da so Haustelefone und so ein Zeug. Ich habe da halt eben ein paar Handwerkssachen und sowas gemacht, nicht. Aber wie gesagt, also bin da überzeugt von. Dann kam ja der Loring, nicht das Büro Loring, dann mit einem Krisenzimmer und dort ging es auch wieder so hin und wieder ein paar Sachen. Ich habe dann auch schon das Café mitgemacht und auch das Computer kam. Sasch hat die Aussage gemacht im Rassel-Tribunal, dass die Psychiatrie die Müllkippe der Gesellschaft ist, also in Anführungsstrichen. Ja, so. Und dass sie lügt, betrügt, täuscht in vielen Fällen. Und ich finde das irgendwie entsetzlich. Wir haben ja hier eine Ellenbogengesellschaft, Ellenbogen-Neidgesellschaft. Und viele sind Opfer und da ist die Antwort der Psychiatrie, nur die Pille zu geben, eben falsch. Sie arbeiten nach einer Schablone. Du kommst dahin und der Ansatz, also hier, da ist was im Ungleichgewicht, das können wir mit der Pille heilen. Das ist für meine Begriffe falsch. Das ist ja auch dann die Aussagen, Dr. Aderholt ist weniger ist mehr, nicht? Oder wie der Dr. Zinkler, nicht? Psychiatrie ohne Zwang. Das sind Ansätze leider viel zu wenig hier in Deutschland. Nicht? Also das System, natürlich wir als kleiner Verband, wir können da nur versuchen, auch irgendwie andere Meinungen zu vertreten. Aber die Reformen müssen eigentlich selber in der Psychiatrie gemacht werden. Ja, also Dorothea Buck hat ja mit dem Morgenstern also doch eine Selbstfindung oder die Dinge, die sie erlebt hat an der Nordsee. Des anderen auch Bethel. Nicht, da ich ja in Bielefeld studiert habe und selbst Patient in Bethel in der Inneren war und auch zu dem
ihrem Jubiläum, wo sie ausgezeichnet wurde in Bethel, dabei war, wie sie beschrieben hat, mit den stundenlangen Wasserbädern, nicht? Oder was da alles so früher war. Sie ist auch dann sterilisiert worden und so. Und diese Dinge hat sie ja auch verarbeitet. Also Banane. Ja.